1. Korinther, Lektion Nummer 4 vom 4. Heft des 2. Jahres. 1. Korinther. Lass uns zusammen mal diesen Vers hier lesen. Denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? 1. Korinther 3, 3. Gut, 1. Korinther, das Brief der Probleme. Dieses Brief wird manchmal Brief der Probleme genannt, weil hier viele Probleme besprochen werden, die es in der Gemeinde gab. Sie stritten sich, die Armen wurden benachteiligt, ihre Lehren wurden gelehrt, zum Beispiel an der Auferstehung wurde gezweifelt, sie haben ihre Gaben falsch eingesetzt, trachteten nach Gaben und Eitelkeit, aber weniger nach Treue und Charakteränderung. Das Ziel des Apostels ist nicht, über Probleme zu tratschen, sondern Lösungen anbieten, die wahren geistlichen Glauben, der verbindet und dient. Ganz viel Inhalt hier für einen Abschnitt. 1. Korinther, wenn man so denkt, 1. Korinther, was kommt uns in den Sinn? Wie jetzt letzte Woche hatten wir Römerbrief, wenn man so hört, Römerbrief, was kommt uns in den Sinn? Heute wahrscheinlich jüdische Religion, aber für viele anderen kommt dann zum Beispiel das Rechtfertigung durch Glauben oder so. Und so 1. Korinther, wenn wir das Wort 1. Korinther, was kommt uns in den Sinn? Mir zum Beispiel das hier, das Brief der Probleme, weil da viele Probleme angesprochen werden in der Gemeinde. Das war eine richtig problematische Gemeinde. Und warum? Woher kamen diese Probleme? Werden wir sehen, dass sich durch das ganze Brief dieses Thema hier zieht, was wir vorher gelesen haben. Diesen Hauptvers habe ich nicht umsonst ausgesucht, sondern es fasst zusammen das Problem, das heißt, die Thematik vom Buch. Fleischlichkeit. Es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Wie zeigt sich die Fleischlichkeit unter Geschwistern, in der Gemeinde? Hier geht es nicht um ungläubige Menschen, es geht immer um Menschen, die glauben, um eine Gemeinde. Und unter anderen Problemen, die es gab mit dem Abendmahl, Abendmahl wurde, sagen wir so, respektlos durchgeführt und an der Auferstehung wurde gezweifelt. Und die geistlichen Gaben ist auch so ein Thema, was sich durch das ganze Buch zieht. Und der Apostel Paul, der könnte, wie viele so machen, wenn sie ein Problem sehen, schau mal, da ist ein Problem, und der ist schlecht und so. Aber nein, der Apostel Paulus, dem geht es nicht hier um Tratschen, um das Problem. Was ist Tratschen? Einfach um das Problem, die Lust, die Probleme zu besprechen oder über Probleme zu reden. Es gibt solche Menschen, die einfach Lust daran haben, immer da und da und da mit denen, zu reden, hast du schon gesehen und so. Aber Paulus, er musste die Probleme ansprechen. Warum? Um Lösungen anzubieten. Welche ist dann die Lösung, die er ja ständig anbietet? Dass der Glaube, aber nicht irgendein Glauben, sondern der geistliche Glaube. Fleischlichkeit ist das Problem. Und was steht gegen Fleisch? Geist. Gegen Fleisch. Was kann man gegen Fleisch tun? Geistlichkeit betonen. Fördern. Fördern, dass die Menschen mehr geistlicher werden. Einen geistlichen Glauben, der verbindet und dient. Weil diese Fleischlichkeit hat sich gezeigt dadurch, dass die immer gestritten haben. Und er hat gesagt, wenn wir einen geistlichen Glauben haben, dann streiten wir uns nicht, sondern wir kommen zusammen. Und die haben sich auch so gegenseitig gemessen. Und einer hat gesagt, ich habe mehr Gaben als du und ich bin besser als du und unsere Gruppe ist besser als die andere Gruppe und so weiter.
Und Paulus hat gesagt, nein, darum geht es nicht, es geht um Dienen. Wir sollen uns nicht vergleichen und nicht sagen, ich bin besser als du und der andere, aber wir sollen uns dienen. Und wenn wir einen geistlichen Glauben haben, dann dienen wir. Geistliche Gaben. Der Brief thematisiert oft die geistlichen Gaben. Die Korinther meinten, dass die Gaben ein Beweis der Errettung waren und so den Bedarf von Heiligung überflüssig machten. Im Grunde haben sie die Gaben umgekehrt benutzt, nicht zur Erbauung der Gemeinde, sondern um Spaltungen und Eitelkeiten zu verursachen. Paulus korrigiert und lehrt, dass die Gaben des Heiligen Geistes gesucht werden sollen, aber die Erbauung und zur Erbauung und Liebe. Gut, Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers lesen? Ja. Denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 3. Ja, ganz klar. Das Problem, das Thema der geistlichen Gaben ist ja ein ganz wichtiges Thema, weil wir, wie wir schon letztes Jahr bei diesem Heft Heiliger Geist studiert haben, über den Heiligen Geist, über wie der Heilige Geist quasi der Kern unseres Lebens und von Gemeinden ist. Jesus ist zum Himmel gegangen, er ist unter uns, er lebt in uns, aber er hat auch seinen Geist gesendet, damit der Heilige Geist ja uns lehrt und die Gemeinde baut. Und darum sind die geistlichen Gaben ja sehr wichtig. Aber die, in der Gemeinde in Korinth haben die jetzt diese Gaben ganz falsch eingesetzt. Ja, dieses Thema geistlichen Gaben ist dann umso wichtiger, weil wir wollen Gemeinde bauen, ist unser Ziel. Das heißt, sollte das Ziel jedes Christen sein, Gemeinde bauen. Das heißt, dass es irgendwo sich Christen treffen und das Wort gepredigt wird und die Menschen gelehrt werden und getröstet werden untereinander und das Brotbrechen stattfinden und so weiter und so weiter. Aber wie kann das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Geistlichen Gaben, ne, haben da eine wichtige Rolle, aber bei den Korinthern ist es ausgeufert sozusagen. Die haben sich teilweise verglichen, das mit den Zungenreden. Durch diese Gabe der Zungenrede gab es viel Fleischlichkeit, weil einer mehr in Zungen gebetet hat als der andere und dann wollte jeder wichtiger sein als der andere und gedacht, ja, ich bin wichtiger als die andere. Und das war genau das Gegenteil. Dafür hat Gott die geistigen Gaben nicht gemacht, dass man sich da vergleicht und sagt, oh, aber ich prophezei und du sprichst in Zungen und du heilst, darum bin ich wichtiger und du in zweiter Stelle und der andere in dritter Stelle oder solche Sachen. Ne? Genau das Gegenteil, dass man sich dient gegenseitig. Und darum ist auch dieser Brief sehr wichtig, dass man da eine Anleitung findet, wie geht man damit um, welche sind dann die wichtigsten Gaben und so weiter, welche sollen wir suchen und was sollen wir dann tun. Er sagt, die Gaben des Heiligen Geistes sollen gesucht werden, ja, aber zur Erbauung und Liebe, sollen gesucht werden. Einige würden sagen, oder einige sagen es sogar, die sagen, ja, geistliche Gaben, die sind immer problematisch, am besten verbieten wir sie. Ne? Oder alle Menschen, die Gaben des Geistes haben, die sind bekloppt oder solche Sachen. Ne? Das ist falsch, ne? Logischerweise. Paulus sagt nicht, Leute, hört auf mit den geistlichen Gaben und dann wird alles gut. Dann habt ihr diese Probleme nicht mehr. Nein, er sagt, Leute, ihr geht falsch um mit den geistlichen Gaben. Das muss sich ändern, dass ihr richtig damit umgeht, zur Erbauung, und ihr sollt die besten Gaben suchen. Ja, wir sollen hier vergleichen 1. Korinther 13 mit 1. Korinther 14, 1, wo es ganz klar steht, trachtet nach den besten Gaben. Der rote Faden, das heißt Übersicht, der rote Faden des Briefes ist die Fleischlichkeit, die sich in Spaltungen
und Eitelkeit offenbart. Paulus bietet ja das in Klammern Medikament dagegen, Geistlichkeit und Liebe. Ja? Fleischlichkeit über das ganze Brief. Wenn ihr mal den Korintherbrief liest, behaltet das im Hinterkopf, Fleischlichkeit. Das heißt, alles, was geredet wird, alles, was er schreibt, vom ersten bis zum letzten Kapitel, hat immer, ist also irgendwie damit zu tun. Und wenn wir das von den Augen verlieren, dann fangen wir an, ne, wie ich ja früher auch den 1. Korintherbrief gelesen habe, als ein Flickwerk, ein Flickteppich. Was kennt ihr, ne? So ein Flickteppich, habt ihr schon gesehen. Wir aus Brasilien kennen wir das ganz gut. Und in Deutschland habt ihr schon was gesehen. Weißt du, was das ist, Flickteppich? Ja, weil die Menschen, die jetzt mit Kleider nähen, die haben immer Stoffreste. Und die nehmen diese Stoffreste und schneiden die in gleich großen Teile und flicken das zusammen und machen da einen Teppich. Das heißt, eine Art, das zu nutzen, diese Reste, diese Stoffreste zu nutzen, Teppich zu machen. Ne? Das ist ein Flickteppich. Ne? Und manchmal lesen wir so die Bibel. Wir lesen ja erst den Römerbrief oder 1. Korintherbrief oder alle Briefe, als wäre das so ein Flickteppich. Ne? Hier eine Idee und da eine andere Idee und da eine andere. Hier rot, hier gelb, hier schwarz. Das heißt, quasi als wären das 20 verschiedene Briefe. Aber es ist nur ein Brief. Und wer das geschrieben hat, der hatte eine Idee im Hinterkopf. Und diese Idee hieß diese hier, in diesem Fall. Die Fleischlichkeit. Gut, Kapitel 1, Verse 1 bis 9. Trotz aller Probleme und Sünden der Korinther betont er ihre Heiligkeit, Errettung und Reichtum an Gaben. Wenn eine Gemeinde oder ein Christ Probleme hat, bedeutet es lange nicht, dass es vom Glauben abgefallen ist. Ja, ganz wichtige Erkenntnisse. Weil, wenn wir jetzt das ganze Brief mal gelesen haben und gemerkt, wow, da gibt es 20, 30 Probleme, verschiedene, ne, Streitigkeiten, Eitelkeiten, Gruppierungen und Gaben, die falsch benutzt werden. Und dann lesen wir wieder von vorne und lesen das Erste, was er sagt, ne, an den Korinthern, die Heiligen. Ne, dann denken wir, Heiligen? Ne, mit so vielen Problemen und so. Ne. Das heißt, es ist wichtig, dass er das sagt. Er sagt, Leute, ihr und Heilig hat nichts gemeinsam. Nein, er sagt, liebe Heiligen. Das heißt, dann ziehen wir den Schluss, auch wenn man Probleme hat, heißt es nicht, dass wir vom Glauben abgefallen sind. Ja, ansonsten wäre niemand gläubig, ne? Weil wir alle, ich sage, Probleme haben. Wir alle sind in der Lage, oder wie könnte man sagen, wir alle unterliegen der Gefahr, dass wir stolpern, dass wir was Falsches machen. Ne? Total wichtig, dass wir das wissen. Ne? Wir sollen nur nicht jetzt diese Sünden zum Tod machen. Das dürfen wir nicht. Ne? Aber diese, ich sag mal so, diese Fehler und diese Sünden nicht zum Tod machen wir immer. Ne? Wir können uns nicht vorstellen, dass es irgendwo auf der Welt eine Gemeinde gibt, die versichern kann, unsere Gemeinde hat keine Probleme. Ne? Das geben wir euch schriftlich. Ne? Sowas gibt es nicht, hat es nie gegeben. Ansonsten hätten wir die Briefe nicht, die im Neuen Testament stehen, weil die meisten dieser Briefe wurden geschrieben genau deswegen, weil es Probleme gab. Probleme sind nicht gut, logischerweise. Niemand sagt, ja, ich suche mir eine Gemeinde, die ganz viele Probleme hat. Ne? Okay, logischerweise mag niemand sowas. Aber es gibt Leute, die sagen, nee, ich gehe in diese Gemeinde nicht, weil da Probleme gibt. Der andere gehe ich auch nicht, weil dort auch Probleme sind und so weiter. Das heißt, das ist nicht biblisch. So zu denken ist nicht biblisch, weil alle Gemeinden, ne, sind aus Menschen, entstehen aus Menschen. Und ne, ich denke sogar, ist es gut, dass es Spannungen gibt zwischen Menschen, weil kann man dann beweisen, zeigen, ob wir die Liebe Gottes haben und die Vergebungsbereitschaft haben. Ne?
können wir dann beweisen, wenn Menschen uns ärgern. Das heißt, wenn niemand uns nie ärgert, dann können wir auch nicht zeigen, dass wir Geduld haben, ne? Und so weiter, ne? Gut, auf der nächsten Seite. Die Tendenz zu Spaltungen war so groß, dass sogar die Taufe Spaltungen hervorgerufen hatte. Es bildeten sich Gruppen, die vom Apostel XY getauft wurden. Der Ursprung von Spaltungen war die Erheblichkeit und Weltlichkeit. Paulus betont, dass das Evangelium nicht auf menschliche Verherrlichung zielt. Die Herrlichkeit des Evangeliums und der Lobpreis der Gemeinde gehören Gott. Das heißt, es gab da Leute, die gesagt haben, ja, uns hat der Apollos getauft. Ne? Oh, der Apollos, der ist so toll. Ne? Andere haben gesagt, ja, aber ich wurde von Paulus getauft. Ja, ich bin, mein Lieblingsapostel ist Paulus. Wenn er kommt nach Korinth, dann höre ich alle seine Predigten. Ne? Und dann kamen andere und haben gesagt, nee, Petrus, schau mal, ne? Er ist der Leiter der ganzen Kirche auf der Welt. In Jerusalem, der ist der Beste. Und dann fingen sie an, sich quasi zu entfernen voneinander. Ne? Lasst uns heute hier mal einen Hauskreis machen von denen, die den Apostel Paulus lieben. Und dann, schau mal, der Apostel Paulus hat dies gesagt und jenes gesagt, wow. Ne? Dann haben die anderen, nee, aber am Donnerstag haben wir das Hauskreis von denen, die den Apollos, ne? Bruder Apollos liebten und so und, ne? Und so weiter. Ein bisschen, damit wir uns das ein bisschen vorstellen, wie das war. Wie das jetzt konkret war, weiß ich nicht, aber zumindest haben die dann gesagt, oh, schau mal, die anderen, die wissen nicht, was gut ist und so, ne? Weil die und nicht uns, nicht den tollen Apostel Petrus bewundern und so sehr wie wir. Und Paulus hat sich im Kopf gegriffen und gesagt, Leute, der Lobpreis gehört Gott und nicht Menschen. Eine Gemeinde soll sich nicht jetzt spalten in kleine Gruppen so, ne? Nein, das ist falsch. Die Menschen sind nur Diener, nur Werkzeuge. Kapitel 2. Paulus hatte das Evangelium in Korinth verkündet, nicht um sich selbst zu profilieren und eine Spalte in der Gemeinde zu leiten. Er lehrt, dass der Glaube der Geschwister sich nicht auf menschlichen Stolz und Weisheit stützen soll, sondern auf Gott und seine verheißene Herrlichkeit. Das heißt, Paulus sagt, Leute, ich habe nicht da gepredigt, damit ihr jetzt eine Gemeinde oder Gruppe oder Hauskreis bildet von den Apostel Paulus, von den Nachfolgern des Apostel Paulus. Nein, ich habe gepredigt bei euch, damit ihr alle zusammenhält, alle zusammen. Der Glaube soll sich nicht auf menschlichen Stolz und Weisheit stützen. Wie kann ich das erklären? Das heißt, Paulus sagt, wenn ein Prediger eine tolle Art und Weise hat, das Evangelium auszulegen, gut, toll, das ist gut, aber das Evangelium ist nicht jetzt Intelligenz. Wow, der ist so intelligent, der argumentiert gut und so. Nein, das ist menschliche Weisheit. Das Evangelium stützt auf Gott. Kapitel 3. Die Fleischlichkeit der Korinther offenbart sich in Spaltungen nach Apostel. Paulus erinnert, dass nicht die Menschen wichtig sind, sondern Gott. Menschen sind Helfer und Erbauer. Menschliche Weisheit muss umgetauscht werden mit der Torheit der Verkündigung. Die Prediger sind nichts weiter als Werkzeuge, die andere zu Gott führen. Hier merkt ihr schon im Hintergrund diesen Vergleich. Ah, der Prediger so und so, der ist viel besser als der andere. Paulus sagt, nein, Menschen sind nur Werkzeuge. Und später wird er über die Gaben reden und wenn wir so sehen, ja, aber wenn es dann einen Prediger gibt, der dann viel besser als andere predigt, was sollen wir machen? Sollen wir sagen, Prediger bitte jetzt ein bisschen dümmer, ne? Ein bisschen mehr dumm, ne? Nein, ne? Das heißt, jeder hat eine Gabe. Einer hat eine Gabe, ganz toll zu predigen, ein anderer hat eine Gabe zu evangelisieren, ein anderer hat eine Gabe Gitarre spielen und so weiter. Das heißt, jeder hat eine Gabe und jeder soll seine Gabe so gut wie möglich, so gut wie er kann, ausüben. Kein Problem, soll sogar sein. Aber alle
arbeiten zusammen wie ein Körper, ne? Nicht, weil die rechte Hand hier ganz viele Sachen machen kann, ist die linke Hand unwichtig, ne? Nein, ne? Jede hat sein, oder, ne? Oder dass die rechte Hand sagen könnte, ja, linke Hand, die können wir, ne? Die brauchen wir gar nicht, weil ich schon alles erledige, ne? Aber so denken viele, ne? Ah, ich kann so gut predigen, alle anderen können den Mund halten und dann ist die Gemeinde gut gedient, ne? So tun sogar einige Leute, ne? Aber das ist falsch. Ne? Kapitel 4. Prediger haben nichts aus sich selbst, sondern verteilen, was sie von Gott bekommen haben. Ein wahrer Verkünder ist bereit zu leiden und gedemütigt zu werden. Das sind zwei jetzt verschiedene Themen, die einander aneinander greifen. Wenn jetzt ein Prediger gut begabt ist zu predigen und sagt, ne, und tolle Predigt macht, ja, aber woher hat er dann die Weisheit, diese tolle Predigt zu haben? Von Gott? Darum dürfen wir nicht hingehen und sagen, wow, du, ne, du tust das so gut und so. Nein, er hat es von Gott bekommen. Dann sollen wir sagen, Gott hat dich so gesegnet mit dieser Gabe, ne? Gott ist so gut. Ein wahrer Verkünder ist bereit zu leiden und gedemütigt zu werden. Das ist so verknüpft, dieser Thema, weil die Prediger schon zu jener Zeit haben gesagt, oh, ich predige sehr gut, okay Leute, ihr müsst mir viel Geld geben, weil ich so gut predige. Wenn ihr mir nicht Geld gebt, dann predige ich nicht oder sowas in der Art. Es gab Prediger, die dann von Gemeinde zu Gemeinde gegangen sind, und gesagt, Leute, hört zu, ihr werdet ganz tolle Predigt machen, und dann haben die Leute den Geld gegeben, weil die dann gesagt haben, was sie hören wollten. Und Paulus hat das Gegenteil gemacht. Er hat kein Geld verlangt, er hat gearbeitet, sein Geld verdient mit eigenen Händen. Und dann haben Leute gesagt, ja, Paulus, schau mal, er verdient sein Geld ja mit der Arbeit als Zeltmacher und so. Wahrscheinlich predigt er gar nicht, er kann gar nicht predigen, weißt du. Ne? Wenn er gut predigen könnte, ne, dann würden alle Leute ihm Geld geben, ne? Und so. Das war ein Problem, komisch. Das heißt, Paulus hat sich geopfert und geopfert und geopfert, und die Leute haben immer es verdreht, ne? Verdreht. Das ist so ganz komisch, wie die Leute das machen, ne? Er war der größte Apostel und trotzdem haben Leute ihn dann so von oben nach unten geschaut. Du, ne? Wer bist du, ne? Und dann sagt Paulus, schaut mal, ein wahrer Prediger des wahren Evangeliums, der hat auch einen anderen Charakter. Die falschen Prediger, Leute, die nur predigen wegen Geld, für den es nur ein Beruf ist, das heißt ein Job, eine Art, um Geld zu verdienen. Wenn jetzt Verfolgungen kommen, dann, was tun sie? Dann hauen sie ab. Dann sagen sie, okay, jetzt suche ich mich dann einen anderen Job. Das heißt, wenn ein Prediger verfolgt wird und trotzdem weiter predigt, dann ist es ein Zeichen, dass er, ne, aus dem Herzen macht. Das ist ein ganz wichtiger Zeichen. Und darum hat Paulus hier im Kapitel 4 das hier besprochen. Ein wahrer Verkünder ist bereit zu leiden und gedemütigt zu werden. Kapitel 5. Parteien offenbaren Fleischlichkeit und fehlende Geistlichkeit, was sich in moralischen Verfahren spiegelt. Wahre glaubende Christen sollen falsche Christen meiden, die Parteien stiften und weltlich sind. Die Gefahr lauert nicht außerhalb der Gemeinde, sondern in ihrem Inneren. Ne, wichtig das hier, weil zu sagen, ja, da draußen sind Feinde, da draußen sind die Weltlichen, da draußen ist der Teufel, ne, okay, das wäre dann leicht zu sagen, okay, aber hier sind wir sicher. Aber Paulus zeigt genau das Gegenteil, auch hier sind wir nicht sicher, ne, wir selbst unterliegen auch die Gefahr, dass wir fleischlich sind und dass wir anfangen, uns zu streiten und dass wir anfangen zu sagen, hör zu, wie wär's, ne? Wenn wir hier eine kleine Partei machen, hier in dieser Gemeinde oder so, von den besseren Christen und so weiter, ne? Die anderen, schau mal, die anderen, die sind so sündig und so weltlich, aber nein, wir, diese von unserer Gruppe, wir sind viel besser. Versteht ihr so?
Ne? Das passiert sehr oft in Gemeinden, leider. Ne? Und das, was zeigt das? Paulus sagt, das zeigt immer wieder Fleischlichkeit, wenn Menschen so ticken, so denken. Ja, weil die wahren Christen, die geistlichen Christen würden sagen, okay, es ist gut, dass wir so heilig sind, aber lass uns dann die anderen zu uns bringen, zu uns ziehen, dass sie lernen, auch mehr heilig zu werden, heiliger zu werden. Ne? So ein Beispiel. Fleischlichkeit offenbart sich auch im moralischen Verfall. Das war auch der Fall, da gab es einige Leute, die ein paar schlimme Sachen gemacht haben. Will ich gar nicht hier nennen, könnt ihr selber lesen. Das ist so ein, ne, eine Kette. Fleischlichkeit ist so eine Kette. Wenn man jetzt aufhört, oder ich sage so peu à peu aufhört, den Heiligen Geist zu folgen und die Heiligkeit zu folgen, dann fängt an, ja, dass Leute anfangen, kleine Sünden zu machen, und dann die werden immer größer im Laufe der Zeit, bis die ja ganz schlimm werden. Ne? Darum musste man das bekämpfen und sagen, aufhören mit, ne, diese Sachen, weil die spiegeln einfach das ja moralischen Verfall. Interessant, ne, dass hier Menschen ja begabt waren zu beten und so weiter und dann schlimme Sünden gemacht haben. Ja, weil ja diese Gaben auch ein bisschen fleischlich geworden sind. Wir wissen, dass ja auch Propheten auch teilweise fleischlich werden können. Manchmal aus dem Fleisch reden. Ne? Oder wenn sie ja vielleicht gesündigt haben, dann reden sie immer mehr aus dem Fleisch. Und viele merken das nicht. Das, was lehrt uns das? Wir sollen auch in der Gemeinde schauen. Wir sollen so merken, was los ist. Wenn Leute kommen und sagen, ne, Andreas, hast du schon gesehen, der Pastor, diese Predigt, die er heute gehalten hat, die war schlimm. Ne? Siehst, er hat sich gar nicht vorbereitet. Ne? Und so. Ne? Das heißt, das ist so eine Art, ne, wie diese Parteiungen entstehen. Ne? Und dann, Betty, schau mal, diese Predigt, war die nicht schlimm? Und so. Ne? Das heißt, das ist so eine, wie, was die Bibel nennt, fermentar. Ein. Fermentieren. Ja, ne? Das ist so ein Gärungsprozess. Gärungsprozess, ne? Wo dann diese Parteiungen, das heißt, diese, dann guckt man schon diesen Pastor nicht gleich wie vorher an. Wenn man ihn anguckt, dann denkt, oh, der Arme, ne? Das heißt, da passieren Sachen in unserer Seele und dann fangen an, oh, aber ich bin besser, schau mal, ne? Wenn ich gepredigt hätte, dann hätte ich viel, viel besser gepredigt als er. Versteht, das sind so Sachen, die nicht so bewusst, nicht so in Wörter gesprochen wird, aber ne, durch diese Kommentare und so, das wird, ich sage mal so, psychologisch so gemeint, indirekt, und dann, ne, fängt es an, Gruppen in der Gemeinde sich zu bilden. Und das ist ganz schlimm. Wir müssen solche Leute, die diesen Klatsch und Tratsch machen, meiden. Ne? Weil es, wir können diese Menschen identifizieren, die von ein zu ein laufen und dann sagen, schau mal, hast du gesehen, die Schwester so und so, was die gemacht hat? Und dann zum anderen, hast du gesehen und so. Das heißt, Menschen gegeneinander zu spielen. Ne? Es gibt Menschen, die Lust daran haben, sowas zu machen. Und darum sagt er, solche Christen sollen wir meiden. Ist logisch, weil wenn ihr schon mal so jemanden kennengelernt habt, der sowas tut, dann merkt ihr, das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm, weil es ist nicht so leicht zu erkennen, diesen Gift. Und viele fallen da rein. Und was ist dann die Folge am Ende? Ne? Dass die Leute sich anfangen, sich zu streiten, sich zu diskutieren. Die Liebe ist nicht mehr da. Der ganze Klima, die ganze Luft, ne, ist schmutzig, ne, und die Leute wissen nicht, woher das kommt. Hier wird es klar. Nummer Kapitel 6. Weltlichkeit und Fleischlichkeit zeigen sich in Gerichtsverfahren, die Geschwister gegeneinander führten. Alkoholismus, Diebstähle, Götzendienst und sexuelle Unzucht. Isaias, würdest du bitte lesen? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört?
denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. 1. Korinther 6, 19-20. Das heißt, diese anderen Sachen, wie ich vorher genannt habe, das heißt, dieser Flickteppich, diese Probleme, wenn wir jetzt 1. Korinther lesen, zum ersten Mal, dann merken, oh, da ist ein Problem, da ist ein Problem, da ist ein Problem, als wären das 20 verschiedene Briefe, aber da gibt es einen roten Faden, der das alles verbindet, und das ist die Fleischlichkeit. Warum hatten die Leute hier zum Beispiel Alkoholismus? Woher kommt das? Fleischlichkeit. Diebstähle, woher kommt das? Fleischlichkeit. Woher kommt Götzendienst? Fleischlichkeit. Sexuelle Unzucht? Fleischlichkeit. Und Apostel Paulus zieht das immer zusammen und sagt, die Quelle aller Probleme in der Gemeinde ist Fleischlichkeit, und dann ist auch die Lösung einfach. Wenn wir zu einem Punkt sagen, hier, dieser Punkt ist das Problem, dann können wir auch eine einheitliche Lösung anbieten und sagen, geistliche Christen sollen wir sein. Wir sollen die Leitung, die Führung des Heiligen Geistes suchen und seine Heiligung. Gegen solches Verhalten zu mahnen, ist Paulus so wichtig, dass er folgende Aussage auch in Epheserbrief wiederholt. Was meine ich damit? Das war wichtig für Paulus, gegen die Fleischlichkeit zu ermahnen. Ja, weil Apostel Paulus in alle seine Briefe, weil ich kann das sagen, weil ich habe alle Briefe zigmal durchgelesen habe, indem ich dieses Heft geschrieben habe. Nächste Woche werden wir das Heft hier haben. Die ganzen Briefe durchgelesen habe, und was ist so die Note, der große Ton in allen Briefen? Die Geistlichkeit. Das heißt, das geistliche Leben, was Jesus nennt, die Neugeburt. Was ist die Neugeburt? Ja, wenn das geistliche Leben anfängt. Das geistliche Leben, das Leben im Geist. Und was ist dann das Gegenteil vom Leben im Geist? Ja, die Fleischlichkeit, das Leben im Fleisch. Das Folgen, wenn man das Fleisch, das heißt den alten Adam, folgt. Esther, würdest du bitte hier lesen, den nächsten Vers? Ja. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ihr irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. 1. Korinther 6, Vers 9-10. Ja? Wenn wir das lesen, was erinnern wir uns? Epheser 4,19. Epheser 4,19, die Werke des Fleisches. Werke des Fleisches. Apostel Paulus hat quasi wiederholt zwei Texte, was sehr, sehr selten ist, dass Apostel Paulus sich in Briefe wiederholt, aber das war für ihn extra wichtig. Wichtiger als die meisten anderen Themen, um das klarzustellen. Werke des Fleisches. Er macht hier eine Liste von Menschen, von Arten von Menschen, die das Reich Gottes nicht erben werden. Und das hat alles mit Fleischlichkeit zu tun. Der glaubende Christ ist frei, und genau deswegen, weil er von der Sünde befreit wurde, meidet er sie. Wir wurden erkauft mit Blutpreis. Deswegen sollen wir jene Sünden meiden und Gott im eigenen Körper verherrlichen. Klarer kann man es nicht ausdrücken durch unser Verhalten. Weil viele haben diesen Satz benutzt, mir ist alles erlaubt, werden wir hier unten lesen. Das heißt, der Christ ist befreit. Wir Christen sind frei. Jesus hat uns befreit. Können wir ganz laut sagen, Jesus hat uns befreit. Und dann haben einige Leute das falsch verstanden, haben gedacht, ja okay, dann bin ich frei, um Unzucht zu treiben oder Götzendienst oder Ehebruch oder Knabenschänder und zu rauben und habsüchtig und zu trinken und lästern, alles zu machen. Und Paulus hat gesagt, diese Leute werden das Reich Gottes nicht erben. Aber wie heißt es dann, wir sind frei? Ja, wir sind frei von der Sünde. Das heißt, von der Sünde heraus, weg von der Sünde. Frei von Sünde heißt, wir tun sie nicht mehr. Ne? Das heißt Freiheit, Befreiung.
Wir wurden erkauft, Paulus sagt, wir wurden erkauft von Blutpreis. Jesus hat sein Blut vergossen, damit die Menschen weiterhin leben, wie es Satan gefällt. So geht das nicht. Und wir sollen Gott verherrlichen. Wie sollen wir Gott verherrlichen? Viele würden uns vielleicht sagen, ja, indem wir ja Lobpreis machen, indem wir viel beten. Okay, können wir machen, ist Teil der Sache. Aber hier sagt er, durch unseren Körper. Wie können wir Gott durch unsere Körper, das heißt durch unsere Arme, durch unsere Hände, durch unseren Kopf, durch unsere Augen und so weiter, verherrlichen? Ja, das heißt unser Verhalten. Das heißt die Art, wie wir unsere Hände bewegen oder wo wir sie hintun, ne? Und wie wir unsere Füße bewegen, das heißt wohin wir gehen und wohin wir unsere Augen, ne, bewegen, worauf wir schauen und so weiter. Das heißt, durch unseren Körper, durch unseren Körper. Einige Leute haben gesagt, ja, ein Christ, der ist ein Heiliger in seinem Kopf. Er hat heilige Gedanken. Aber was kann er machen? Er kann Unzucht treiben, er kann Hurerei treiben, er kann stehlen und so weiter. Ja, weil sein Geist ist heilig. Ne? Ne? Und Paulus hat gesagt, nein, Gott verherrliche mit unserem Körper. Das heißt, mit unseren Händen, Arme und Beine und so weiter. Ganz, ne? Klarer kann man es nicht ausdrücken. Mit unserem Körper. Mit das, was wir tun. Kapitel 7. Paulus fährt weiter im Thema Weltlichkeit, die sich in der Gemeinde offenbarte durch Verfall und sexuelle Unzucht. Die Ehe hilft, Weltlichkeit und sexuelle Unzucht zu meiden. Paulus lehrt gleichzeitig, dass ledig zu bleiben in vielen Fällen eine gute Option sein kann. Hier muss Paulus hier ein Gleichgewicht halten. Ein Gleichgewicht, weil er sagt, Leute, wenn ihr jetzt Probleme habt in diesem Bereich, Unzucht und so, wie könnt ihr hier dieses Problem vermindern? Durch Ehe. Durch die Ehe. Ist logischerweise die einzige Option für glaubende Christen. Durch die Ehe. Aber er will es nicht zu sehr betonen und sagen, Leute, heiratet alle. Er sagt, nee, wenn jemand nicht heiraten möchte, dann sündigt er nicht. Ledig zu bleiben ist kein Problem. Es gibt Leute, die das Gegenteil lehren. Bis heute gibt es Christen, die sagen, nur ein verheirateter Mensch ist ein guter Christ oder quasi. Oder manchmal nicht in Wörtern, aber indirekt. Das heißt, es gibt Gemeinden, wo die Mitglieder quasi unter Druck gesetzt werden, zu heiraten. Ne? Hast du schon eine Freundin oder so? Ne? Und ne, wie wär's die? Schau mal, die, ne? Die ist so schön und so, ne? Und die ist noch ledig und so weiter und die ist so begabt, ne? Verstehst du? Das heißt, ne, Leute werden unter Druck gesetzt, weil es in den Köpfen der Menschen, ne, wichtig ist, dass alle verheiratet sind. Und Paulus sagt, nein, Leute, hör zu, ne? Wir müssen gut nachdenken, bevor man das macht, ne? Verheiraten ist gut, nicht verheiratet sein ist nicht besser, nicht schlechter. Auch gut. Ne? Ganz wichtig. Hatten wir eine Lektion, wo dieses Thema besprochen wurde, im Heft Nummer 2 vom ersten Jahr, wenn ich jetzt nicht falsch lege. Kapitel 8. Viele Streitigkeiten unter Geschwistern geschahen wegen des an Götzen geopfertes Fleisch und Paulus lehrt, dass dies kein Grund für Parteiungen ist. Ja, das lesen wir oft hier im 1. Korintherbrief, das mit dem an Götzen geopfertes Fleisch ein Riesenproblem, ne, weil die Menschen, die jetzt aus dem Götzendienst kamen, für den waren die Götzen real. Könnt ihr das nachvollziehen? Ne, wenn jemand jetzt aus dem Voodoo-Kult kommt zum Beispiel, ne, wie in Brasilien ist, ganz normal, Voodoo-Kult, für denen sind diese Geister real. Die existieren. Die existieren tatsächlich. Das sind die Dämonen. Ne? Und dann diese Leute zur Zeit vom 1. Korinther, die haben sich dann gescheut, dieses Fleisch zu essen. Weil die haben dann ganz, ganz viele Opfer gebracht zu den Göttern.
Und nicht alles Fleisch wurde jetzt zum Singsas. Wurde nicht zu noch nicht Asche. Zu Asche verbrannt, sondern es wurde einfach da quasi als ein, ne, gegrillt sozusagen und dann verkauft. Ne? Gegrillt und dieses Rauch ist hochgestiegen und da haben gesagt, so, jetzt sind die Götter zufrieden, jetzt Fleisch nehmen und verkaufen. Ne? Das haben die gemacht. Und dieses Fleisch war dann viel, viel billiger, ne, weil die Leute dieses Fleisch dann geopfert haben, das heißt geschenkt haben, dann war es billiger als normales Fleisch. Und einige Christen, viele Christen waren arm, mussten das kaufen. War das die einzige Chance, um an Nahrungsmittel zu kommen. Und die anderen haben sich dann, ne, empört. Ihr isst Fleisch, ne, gewidmet den Göttern, ne, das ist Götzendienst, ne. Und dann muss Paulus das erklären. Ja? Wenn ein Christ irgendwas isst, dann ist es geheiligt. Ne? Wenn wir als Christen irgendwas essen, dann ist es heilig. Weil unser Körper ist heilig, alles was da reinkommt ist heilig. Ne? Am besten machen wir ein Gebet vor dem Essen. Danken, Paulus sagt das, ne? Alles was mit Dank genommen wird, ist heilig. Fertig. Wenn es auch vorher den Götzen gewidmet war, kein Problem. Aber es gibt Leute, die trotzdem so ihre Gefühle haben. Und Paulus sagt, okay, aber bitte dann nicht streiten. Wenn du bei einem zu Hause bist und du weißt, dass er diese Gefühle hat, dass er verletzt wird, wenn du das tust, dann okay, bitte tu es nicht. Oder das Gegenteil, wenn einer zu dir kommt nach Hause, logischerweise, würde niemand, der dieses Problem hat, einen anderen zu sich einladen und dann das machen. Aber tue das nicht, nur um ihn dann nicht zu beleidigen. Weil es ist kein Problem. Aber das Schlimmste ist, wenn wir uns streiten. Das ist noch schlimmer als das Problem an sich. Weil das hatten wir schon letztes Mal, das mit den Schwachen Christen und die starken Christen. So ähnlich ist das hier. Die Starken, die sollen den Schwachen verstehen. Die Leute, die solche Probleme haben, ein Fleisch, was an Götzen geopfert wurde, oh, das ist schlimm, weil das ist gewidmet und so. Das sind die Schwachen. Und Paulus sagt den Starken, du weißt, dass es die Teufel, die Dämonen, die können dich nichts an, weil du Jesus hast. Du weißt das, aber weil der andere schwach ist, dann hab Geduld. Ne? Ja? Dann, er hat gesagt, wir zeigen unsere Stärke nicht, indem wir die anderen wie ein Kompressor, ne? Wir haben einen Rollokompressor, wie ein eine Walze so überrollen, ne? Nein, wir zeigen unsere Stärke, indem wir Geduld haben. Das ist die Art, wie wir unsere Stärke, unsere wahre geistliche Stärke zeigen. Kapitel 9 Paulus fährt weiter im Thema Parteiungen. Andere Apostel bekamen Lohn von Gemeinden. Die Tatsache, dass Paulus keinen Lohn von Korinth forderte, ließ einige meinen, dass er weniger Autorität hätte und dass er weniger wichtiger wäre. Er lehrt, dass alle Prediger des Evangeliums wichtig sind, ob sie Lohn bekommen oder freiwillig arbeiten. Paulus erklärt, dass, obwohl seine Arbeit nicht entlohnt war, wurde sie unter extreme Anstrengungen getan, was ihre Bedeutung hervorruft. Das heißt, Paulus, der wurde verfolgt, die haben versucht, ihn umzubringen, er wurde ausgepeitscht. Und das ist so ein Beweis zu zeigen, dass er das alles aus Herzen gemacht hat. Und das ist also komisch. Das heißt, Paulus geht hin und bringt Geld, das andere Gemeinden ihm gegeben haben,
Ne? So wie jetzt Missionare das Gleiche machen. Missionare machen auch das. Die bekommen Geld von einer Gemeinde im Ausland, damit sie arbeiten können, hier das Evangelium predigen. Und dann schätzen einige Leute nicht, ne? Weil die denken, die arbeiten umsonst. Ne? Nein, er bekommt das Geld von einer anderen Gemeinde, weil eine andere Gemeinde gesagt hat, die Arbeit dieses Missionars ist so gut, wir vertrauen so sehr an diese Person, dass wir ihm 10.000 Kilometer weit weg Geld schicken, damit er arbeitet. Diese Gemeinde, die hinter ihm steht, vertraut ihm so sehr. Aber manchmal passiert das, dass die Gemeinde, wohin er geht, das nicht sieht. Die denkt, oh, er arbeitet umsonst, ne? Er ist nichts wert. Ne? Und genau das geschah mit Paulus. Anderen Gemeinden haben Geld gesammelt, um ihm zu schicken, damit er das Thema Geld, ne, nicht ansprechen muss, ne, weil viele haben dieses Problem, die möchten nicht über Geld hören in der Gemeinde oder so, ne, ist ein bisschen so ein Tabuthema. Und damit Paulus das machen kann und sagen, ich predige zuerst, damit ihr euch zum Glauben kommt oder so, umsonst alles, und dann verdreht der Teufel das und sagt, ja Leute, hört zu, dann kommt der Teufel und sagt, ne, Paulus bekommt keinen Lohn, er arbeitet umsonst, wahrscheinlich ist er gar kein Apostel und so. Wenn er ein Apostel wäre, dann würde er sagen, Leute, ich bin ein Apostel, ihr müsst mir Geld geben und so. Nein, aber er tut das nicht, wahrscheinlich ist er gar nicht ein Apostel und so. Ne? Da steht ja, wie der Teufel die ganzen Sachen verdreht. Ne? Da merken wir, wenn es Leute in einer Gemeinde gibt, die jetzt negativ eingestellt sind, man kann machen, was man will. Die werden immer was finden. Ne? Die werden immer etwas finden, um da kratschen. Ne? Du kannst der beste Pastor der Welt sein, du kannst Billy Graham sein, aber es werden immer Leute sich finden, die sagen, na, da ist ein Defekt und da ist ein Defekt und so weiter und so weiter. Das könnte er besser machen und dies könnte er besser machen und so weiter. Ne? Die berühren die Arbeit mit den Fingern nicht, aber sind immer bereit, da mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, das könnte ich besser machen oder das, ne, und so weiter, wenn ich da wäre und so weiter. Gibt es immer Leute, die immer irgendwas zu meckern haben. Kapitel 10. Paulus redet über die Neigung, die es in der Gemeinde gab, zurück zum vorherigen Stand der Sünde zu fallen. In diesem Fall Götzendienst und Murren. Dies haben sie rechtfertigt mit dem Satz, alles ist mir erlaubt, was Paulus im Kapitel 6, Vers 12 und Kapitel 10, Vers 23 widerspricht. Welche würdest du bitte hier 1. Korinther 10, 23 lesen? Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. 1. Korinther 10, 23. Ja, zweimal in diesem Brief sagt Paulus genau das. Es ist mir alles erlaubt. Ja, woher hatten die Korinther diese Ideen? Woher hatten die diese Ideen? Ja, sicher aus Paulus selbst wahrscheinlich, dass er früher gepredigt hat. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Ne? Aber die Leute haben das nicht richtig verstanden. Die Botschaft gilt für heute uns auch. Alles ist erlaubt. Die Botschaft ist die gleiche. Ja, aber wie verstehen wir das? Wenn wir vereint sind mit Gott, wenn wir die Bibel lesen, ernst nehmen, ja, und erfüllt sind mit Gott und Gott lieben und seine Heiligkeit lieben, ja, dann ist alles erlaubt. Ne? Dann ist alles erlaubt, weil wir dann nur das Gute suchen werden. Aber die Menschen haben diese Aussage aus dem Zusammenhang gerissen und gesagt, alles ist erlaubt, okay, dann kein Problem, können wir auch das Böse tun. Nee, nur das Gute ist erlaubt. Wenn jemand gut ist, sein Herzen erfüllt ist mit Liebe, dann kann er alles tun. Aber wenn Fleischlichkeit und Hass und alles andere hier im Herz ist, dann ist es Sünde.
wenn man das rauslässt. Fleisch, was den Götzen geopfert wurde, ist kein Götzendienst, kann aber ein Stolperstein sein für schwächeren Geschwistern. Man sollte von der eigenen Freiheit absehen, um Konflikte und Gewirr zu meiden, indem man das Wohl der anderen sucht. Ne, darüber habe ich schon geredet. Das heißt, wenn man sieht, dass andere bestimmte Schwächen haben, das heißt, in diesem Sinne, dass die denken, oh, ich muss jetzt den Sabbat halten oder ich muss jetzt Schweinefleisch meiden oder ne, und solche Sachen, dann, was sagen wir, lass mich für den beten, dass Gott ihn befreit von dieser Gesetzlichkeit. Ne? Aber dann nicht jetzt streiten, nicht anfangen zu streiten, sagen, du bist ein Schwacher, du bist dies und das, du Dummkopf, du kennst gar nicht die Bibel und so. Ne? Das wäre dann auch eine Art Fleischlichkeit, ne? Eine Erheblichkeit ist auch eine Schwäche. Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers lesen? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zu Ehre Gottes. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31. Ja. Ob ihr esst oder trinkt, ne, weil da, es ging auch teilweise um das in die Frage vom Essen. Teilweise, ja. Götzendienst, das heißt Fleisch den Götzen gewidmet, ne? Soll man das essen oder nicht? Und so Schweinefleisch, ne, weil diese jüdischen Lehrer sind auch manchmal gekommen und gesagt, ja, Schweinefleisch, so essen ist Sünde oder so. Und so weiter. Es gab verschiedene Themen, die verbunden waren, das mit dem Essen und Trinken und so, Speisen, Mahlzeiten und so weiter. Und Paulus sagt, Leute, vergisst das alles, wichtig ist, ihr könnt alles essen, alles, wie Jesus gesagt hat. Nichts, was im Körper reinkommt, versündigt uns, macht uns unrein. Ne? Jesus hat es nicht medizinisch gemeint. Er hat nicht gesagt, dass wir jetzt Sachen einnehmen dürfen, die jetzt voller Bakterien sind oder so. Nicht in diesem Sinn, aber im geistlichen Sinn. Nichts verunreinigt, nichts, was wir essen, verunreinigt unsere Seele. Ne? Das sagt Paulus. Nichts, was wir essen, auch Fleisch, was den Götzen geopfert wurde, verunreinigt unsere Seele, unseren Geist nicht. Aber was verunreinigt ist, wenn wir darüber streiten. Das ist die Sünde. Kapitel 11. Die Weltlichkeit einiger Korinther offenbarte sich dadurch, dass einige Frauen sich in einer unanständigen und aufreizenden Art verhielten und ihre Ehemänner gegenüber respektlos waren. Die Respektlosigkeit einiger Korinther zeigte sich auch in den gemeinsamen Mahlzeiten, in der gemeinsamen Mahlzeit, wo sie die Armen hungern ließen und so das Abendmahl des Herrn entehrten. Ja, damals, hier merken wir, war das Abendmahl verbunden mit einer Mahlzeit. Da kamen die Reichen, die dann mehr Zeit hatten, weil das war eine früher anders. Die Armen hatten kein Anrecht an einen Ruhetag in Korinth. Zum Beispiel, der Korinth war ein heidnisches Land in Griechenland. Das heißt, die Juden, die hatten den Sabbat. Aber in der ganzen Welt gab es nicht Sabbat oder Sonntag. Es gab es damals noch nicht. Das heißt, die Armen mussten den ganzen Tag arbeiten und die haben sich versammelt vor dem Sonnenaufgang. Oder wenn ihr Chef gesagt hat, okay, du darfst jetzt eine Stunde, für eine Stunde hast du eine Pause. Aber die Reichen nicht. Die Reichen, die konnten sagen, heute nehme ich mich frei, mir frei. Heute muss ich nicht arbeiten. Oder die mussten sowieso nicht arbeiten, weil sie Sklaven hatten. Dann konnten sie viel früher kommen und dann haben sie schon einmal angefangen zu essen. Und als die Armen gekommen sind, dann hatten sie schon alles aufgegessen. Und die Armen, ne, ironischerweise, mussten hungern, weil die Reichen alles schon gegessen hatten. Und Paulus, ne, der wird hier wütend. Ne, er sagt, Leute, ne, die Reichen haben so viel Essen zu Hause. Ne? Warum müssen sie zur Gemeinde kommen und da den Armen das vor den Augen wegessen? Ne? Und auch das mit den Frauen, ne? Weil, kann man das so sagen, ich stelle mir das so vor, dass früher ja die Gesellschaften sehr sexistisch waren. Die Frauen waren meistens, sehr oft,
unterdrückt und denen wurde den Mund verboten. Sehr oft. Nicht immer. Zum Beispiel hier Lydia, ne, die erste Europäerin, die sich bekehrt hat. Die war eine Frau und die war Purpurhändlerin. Das heißt, ne, und auch Sprüche Kapitel 31. Sehr interessanter Text, ne, von dieser Geschäftsfrau. Ne. Sehr interessant. Nicht alle, aber sehr oft wurden die Frauen unterdrückt. Ne. Und in den Gemeinden wurde die Liebe gepredigt, wurde Freiheit gepredigt, ne, wie hier gesagt wurde, alles ist erlaubt, ne, wurde Freiheit gepredigt, wurde Liebe gepredigt, Liebe, geistliche Liebe, ne, jetzt nicht falsch verstehen. Und viele Frauen, ne, ich sage mal, wie einen Staudamm, was immer, ne, gestaut wurde und plötzlich explodiert, bumm. Und so ähnlich vielleicht einige solcher Frauen. Ihr wurde das Leben lang den Mund verboten, in der Familie, in der Gesellschaft. Und plötzlich kommen sie in der Gemeinde und bekommen Raum. Wo gesagt wird, der Heilige Geist, der leitet dich, der führt dich. Wenn du was sagen möchtest, dann darfst du es sagen. Und dann haben sie das übertrieben. Und dann wurde das zur Respektlosigkeit. Verstehen? Die haben den Maß verloren. Weil, ja, wie ein Staudamm, boom, explodiert, versteht ihr? Ne? Und darum schreibt hier Paulus einige Sachen, ne? Frauen, bitte jetzt ein bisschen, ne, den Ball flach halten. Ne? Kapitel 12. Parteiungen und Weltlichkeit offenbart sich auch in der Tatsache, dass einige geistliche Gaben überbewertet wurden und ihre Inhaber sich für wichtiger hielten als die anderen. Paulus zeigt, dass alle Gaben gleich wichtig sind, wie in einem Körper alle Glieder gleich wichtig sind. Niemand hat alle Gaben. Man soll sich um die besten, erbaulicheren Gaben eifrig bemühen. Er vergleicht den Vers 31 mit dem Kapitel 14, Vers 1. Jetzt ist Isaias dran, ne? Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. 1. Korinther 12, Vers 7. Ja, wenn wir so, wenn ich den 1. Korinther Kapitel 12 nenne, was kommt euch in den Sinn? Weil wenn ich so sage, zum Beispiel Psalm 23, was kommt euch in den Sinn? Was meine ich damit? Dass es bestimmte Kapitel in der Bibel gibt, die wir mit bestimmten Sachen verbinden. 1. Mose 1, ne, die Schöpfung. Ne? Oder, wie gesagt, Psalm 23, der Psalm des guten Hirten. Ne? Oder hier 1. Korinther 13. Sag es dir was, Isaias? 1. Korinther 13? Ne? Nein, nein, so nicht auf dem Blatt schauen. Ne? 1. Korinther 13 ist der Psalm der Liebe. Der sogenannte Psalm der Liebe. Und so auch 1. Korinther 12. 1. Korinther 12, was ist das? Ja, ein Kapitel, was über die geistlichen Gaben redet. Ist interessant, wenn wir solche Kapitel, ne, merken, weil das sind ganz tolle Anhaltspunkte. Wenn wir so an der Bibel denken, ne, dieser Kapitel, der handelt über dieses Thema, das andere Kapitel über das andere Thema, oder hier Hebräer Kapitel 11. Sagt ihr euch das was? Ne? Die Helden des Glaubens. Und so gibt es viele Kapitel. Oder Epheser Kapitel 4 ist auch so ein Kapitel, was über die geistlichen Gaben handelt. Ne? Es gibt, oder Matthäus 5. Matthäus 5, was sagt euch das? Ne? Die Bergpredigt. Ne? Matthäus Kapitel 4. Versuchung Jesu. Das heißt, ne? Diese Kapitel zu merken, das ist interessant. Ne? Und 1. Korinther 12, die geistlichen Gaben. Und was sagt Paulus? Er macht diesen Vergleich mit einem Körper. Wie ein Körper hat viele Glieder, so in der Gemeinde. Jedes Glied ist wichtig. Und auch die Glieder, die wir jetzt verstecken. Ne? Wir haben doch ja Hosen und Röcke an, weil wir bestimmte Sachen verstecken. Ne? Aber die sind auch wichtig, weil wenn die nicht existieren würden, dann würden wir nicht da sein, versteht ihr? Ne? Das heißt, alle sind wichtig, alle Glieder, auch die wir nicht sehen. Ne? Ich sage mal zum Beispiel jetzt, wenn jetzt eine alte Frau nicht in die Gemeinde gekommen ist, weil sie krank ist, ja,
Vielleicht ist die die wichtigste Person in der Gemeinde, ne? Wegen ihrer Gebete, ja? Vielleicht. Obwohl sie gar nicht da ist, obwohl wir sie nicht sehen, ne? Vielleicht ist die die wichtigste Person, ne? Das heißt, wir sollen nicht sagen, oh, wer ist der Wichtigste in der Gemeinde? Ja, der Pastor, weil er predigt, er leitet den Gottesdienst, er singt, er tut dies und das. Ne? Dann müssen wir überdenken. Paulus sagt, das sollen wir nicht tun. Vergleichen und denken, einer ist wichtiger. Nein, alle sind wichtig. Wenn jetzt wir sagen, ja, meine rechte Hand, die ist wichtig, aber die linke ist nicht so wichtig, dann haue ich die ab. Ne? Logischerweise, niemand würde das tatsächlich tun, aber im Grunde in der Gemeinde machen viele das. Die sagen, da gibt es schon einer, der toll predigt, warum brauchen wir noch andere? Ne? Das heißt, viele halten den Mund in der Gemeinde und das ist Sünde, wenn Leute in der Gemeinde nichts tun, nichts Geistliches tun. Das ist Sünde, das ist eine Sünde gegen den Körper. So, wenn wir jetzt sagen würden, so, jetzt bewege ich mein linkes Bein nicht mehr. Ja, ich bewege ihn nicht mehr. Was wird dann passieren? Ja, ich werde dann lahm werden. Und viele Gemeinden sind dann lahm, weil einfach dieses System ist, wo man sagt, nur, der ist wichtig, er kann, er tut und alle anderen sitzen auf die Stühle und hören zu. Geistlich gesehen ist das eine lahme Gemeinde. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Das müssen wir uns, ne, unter die Zunge zergehen lassen und denken, wow, jeder ist ein Glied. Einer kann sagen, ja, aber ich bin vielleicht nur ein Blinddarm. Ne? Aber Blinddarme sind auch irgendwo wichtig. Ne? Für irgendwas sind die wichtig. Ne? Oder ich bin nur hier der kleine Zeh vom linken Fuß, ne? Würde einer vielleicht sagen. Ne? Aber ich denke, das ist eine falsche Demut, wenn Leute sagen, ich kann nichts tun oder so. Ne? Wie dieser einer Pastor, der, als er ein Jugendlicher war, war in einer Jugendfreizeit und da gab es so einen Gabentest. Und dann mussten alle so ein Formular füllen und das wurde dann nachher geschaut, ne, was jeder geantwortet hat und dann wurden alle eingeladen nach vorne und denen wurde gesagt, du hast die Gabe der Predigt, du hast die Gabe der Evangelisation und so weiter. Und dann kamen die zu diesem Pastor nachher, später habe ich ein Buch geschrieben, wo er das erzählt und dem wurde gesagt, und du hast die Gabe, deine einzige Gabe ist, als Märtyrer zu sterben. Oh. Nee, aber damit haben die gemeint, lassen das verstehen, damit haben die gemeint, du hast keine Gabe. Verstehst du? Du hast keine Gabe. Du kannst nicht predigen, du kannst nicht evangelisieren, du kannst nicht beten, du bist völlig dumm. Ne? Und dann schreibt er später ein Buch und sagt, ich habe nur entdeckt, dass ich die Gabe der Predigt habe, als ich angefangen habe zu predigen, habe ich gemerkt, dass ich Spaß daran habe. Und damit wollte er sagen, Leute, lasst andere Menschen, lasst junge Menschen versuchen, probieren, ne? Damit sie entdecken, ihre Gaben entdecken. Wir können nur unsere Gaben entdecken, wenn wir probieren, wenn wir versuchen. Ne? Gott wird uns nicht einen Brief vom Himmel schicken, ne? Mit einem goldenen Stempel, ne? Direkt vom Himmel unterschrieben von Gott und vom Notar anerkannt die Unterschrift. Ne? Du hast die Gabe der Predigt. Ne? Das wird nicht passieren. Ne? Das müssen wir schon selber entdecken. Und das können wir nur, indem wir probieren. Indem irgendjemand kommt und sagt, so, ne? Ich gebe dir eine Chance. Ich gebe dir eine Chance. Das heißt, wer ein Leiter einer Gemeinde ist, hat eine Pflicht, jungen Menschen Chancen zu geben. Damit sie ihre Gaben entdecken und damit die Gemeinde erbaut wird. Das hängt alles zusammen. Gut, Kapitel 13, der berühmte Psalm der Liebe. Als Gegenmittel gegen Parteiungen und Fleischlichkeit steht die opferbereite Liebe. Das Ziel der geistlichen Gaben ist der Dienst und nicht die Selbstverherrlichung. Im Himmel wird es keinen geistlichen Gaben mehr geben, nur die Liebe. Sie ist die Essenz Gottes und sollte auch unsere sein. Ja, darum geht es. Wenn wir voll Liebe sind, dann sind wir frei. Dann dürfen wir alles tun. Wenn wir voll Liebe sind. Und dieser Kapitel 13, ne, der steht, ne, so zwischen, ne, diese zwei Kapitel, 12 und 14.
Es steht wie ein Sandwich, ne, dazwischen. Das heißt, denn, ne, die. Das heißt, Paulus redet über die geistlichen Gaben und dann sagt: Leute, hört zu. Was kann dieses Thema geistlichen Gaben ganz stark betonen oder ganz stark helfen, dass wir das verstehen? Liebe, die Liebe. Wenn wir Liebe haben, dann können wir auch die geistlichen Gaben in der richtigen Art und Weise anwenden. Weil wenn wir 1. Korinther 13 so lesen, dann was merken wir da? Dass die Liebe gar nicht das ist, was normalerweise wir unter Liebe verstehen. Weil wenn ich rede über Liebe und einer von euch dieses Kapitel gar nicht gelesen hat, dann denkt ja Liebe, okay, romantisch, ne? Romantisch und Nettigkeit und alles. Aber welche ist die Betonung im Kapitel 13 von Korinther? Ne? Das ist Opferbereitschaft. Opferbereitschaft, das ist die Liebe. Wie Jesus. Jesus hat geliebt. Nicht, dass er alle Menschen die Hände auf den Kopf gelegt hat und gesagt, du bist toll, du bist der beste Mensch der Welt. Nein, dadurch, dass er aufs Kreuz gegangen ist für uns, das war ein großes Zeichen seiner Liebe. Und das ist das größte Zeichen unserer Liebe, wenn wir sagen, wie kann ich anderen Menschen helfen? Zum Beispiel durch die geistlichen Gaben. Okay, dann so ist es besser, wenn ich diese Fähigkeit von Gott bekomme. Weil was ist eine Gabe? Eine Befähigung. Wenn ich diese Befähigung bekomme, dann kann ich anderen besser dienen, als wenn ich diese Befähigung nicht hätte. Ne? Darum ist die Gabe wichtig, weil sie unsere Hilfe stärkt. Wir können mehr tun für unseren Nächsten. Wir können unseren Nächsten besser dienen durch die Gaben, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darum geht es. Kapitel 14. Paulus fährt weiter im Thema Parteiungen und Fleischlichkeit. Einige Korinther brüsteten sich der Zungenrede, sie hielten sich für was Besseres. Paulus erklärt, wofür sie gut ist, das heißt die Zungenrede, und wie sie gebraucht werden soll. Er erklärt, dass die Bedeutung einer Gabe am Maß gemessen wird, wie sie anderen Geschwistern geistlich erbaut. Hier ist eine ganz wichtige Argumentation über die Zungenrede, weil das ist auch bis heute oft so, dass Menschen sagen, welches ist der Unterschied zwischen eine nicht pfingstliche Gemeinde und eine pfingstliche Gemeinde. Und da sagen viele Zungenrede. Und dann... ne, dann werde ich sprachlos. Weil einfach es manchmal auch so ist. Viele Pfingstgemeinden, die sind so ganz fleischlich, das heißt, die sind so ganz wie die anderen normalen Gemeinden, das heißt, mit ihren Strukturen, die, die das geistliche Leben der Menschen tötet, ne, das heißt, wo man sagt, Leute, hört zu, setzt euch hin und hört zu, das heißt, wo diese, ne, die Gaben gebremst werden, und so ähnlich sind auch manchmal Pfingstgemeinden, die bremsen die Menschen in ihren Gaben, aber die sprechen in Zungen. Die finden das toll. Und da kann ich nur die Hände auf den Kopf legen und sagen, Leute, ihr habt gar nichts verstanden. Ja, weil der Unterschied zwischen einer toten Gemeinde und eine biblische, eine lebendige Gemeinde im Sinne des Neuen Testaments ist, dass die Gaben gefördert werden, dass jeder Mitglied der Gemeinde etwas tut, etwas Geistliches tut, ganz wichtig, etwas Geistliches tut, ne? Und verschieden. Einer, okay, betet vielleicht in Zungen, aber der andere, der predigt, der andere evangelisiert, der andere macht Seelsorge, der andere lehrt das Wort, der andere singt, der andere leitet eine Freizeit und der andere... Und da können wir hier eine Liste, unendlich große Liste machen. Jeder macht etwas. Und Paulus sagt, die Zungenrede, die unterscheidet sich von allen anderen Gaben. Warum? Weil sie nur für die eigene Erbauung dient. Und das heißt, wenn sie nur für die eigene Erbauung dient, dann sollen wir die dann auch leise machen. Da
Das heißt, so dass nur wir sie hören, wenn wir in der Gemeinde sind. Zu Hause können wir ganz laut machen. Aber wenn wir in der Gemeinde sind, dann leise machen, weil es den anderen nicht erbaut. Es erbaut die anderen nur in einem Fall. In welchem Fall? In einem völlig anderen Fall, wenn es die Gabe der Prophezeiung in einer anderen Sprache ist. Das ist völlig was anderes als Zungenrede. Es kommt mit Übersetzung zusammen. Prophezeiung in einer anderen Sprache als eine Gabe. Das heißt, in einer Sprache, die diese Person nicht kennt, nicht studiert hat. Und diese Person bekommt diese Gabe von Gott jetzt in einer anderen Sprache. Sei es jetzt Russisch oder Chinesisch oder Englisch, das heißt eine andere Sprache, die auf der Welt gesprochen wird, ja, zu prophezeien oder zu predigen, und gleichzeitig im gleichen Raum bekommt eine andere Person eine Gabe, diese Sprache auf Deutsch zu übersetzen. Okay, das ist erbaulich. Wenn sowas passiert, dann ist es erbaulich. Aber es geht hier dann nicht um Zungengebet. Zungengebet ist das Geistgebet, ist völlig was anderes. Ja, völlig was anderes. Paulus erklärt das alles hier in 1. Korinther 14. Und in 1. Korinther 14 gab es noch ein anderes Problem. Hier, dieser nächste Abschnitt. Die Respektlosigkeit zeigte sich mannigfaltig in der Versammlung. Sie wurde gestört zum Beispiel dadurch, dass einige sich gegenseitig ins Wort fielen und einige Frauen die Predigt mit Nebengesprächen störten, indem sie ihren Ehemännern Fragen stellten. Ja? Das heißt, wenn wir so, ich habe diesen Brief zigmal gelesen, ne, und immer so gelesen, ja, wie kann ich mir vorstellen, so den Hintergrund? Wie kann ich mir das vorstellen? Was war los? Dann merken wir das, die Respektlosigkeit. Die Respektlosigkeit, die Menschen, ne, alle wollten reden, ist gut. Ne? Das heißt, man sagt, alle sollen was tun. Einer evangelisiert, der andere betet, der andere predigt, der andere lehrt. Alle, ne, steht irgendwo hier in 1. Korinther, alle dürft reden. Ich denke, das ist hier 1. Korinther 14, 26. Ne? 1. Korinther 14, 26. Alle dürft reden. Aber was ist dann passiert? Alle wollen gleichzeitig reden, versteht ihr? Und dann sagt man auch, nein, nicht gleichzeitig, das wird nicht funktionieren, das ist respektlos. Wenn einer den anderen ins Wort fällt, das ist respektlos. So ist es nicht gedacht. Wie ist es dann gedacht? Alle dürften reden, aber einer nach dem anderen. Ja? Lass mal den anderen zu Ende reden. Und die Frauen haben die Predigt mit Nebengesprächen gestört. Das heißt, ne, die haben irgendwas nicht verstanden. Mann, wie war das, ne? Und so. Und dann, ja, ne? Und dann, das hat gestört, ne? Ne? Das heißt, es gibt Leute, die. Das, was Betty jetzt hier sagt, ne? Es gibt Leute, die das sagen. Es ist nicht bewiesen, zumindest so wie weit, wie ich das kenne, ist es nicht bewiesen, aber vielleicht nein, war das so. Die Geschichte erzählt das. Okay, Betty meint, das ist bewiesen. Okay, wenn wir nicht diskutieren, ne, haben wir gelehrt, oder willst du fleischlich sein? Okay, egal. Der Punkt ist, ne, vielleicht oder wahrscheinlich war das dann so, dass die Männer auf einer Seite saßen und die Frauen auf der anderen Seite. Und wenn dann die Frau irgendwas nicht verstanden hat in der Predigt, hat sie dann gesagt, Mann, wie war das? Wie erklärst du das? Und so weiter. Das heißt, ne, über die Mitte dann geschrien oder ne, laut gefragt. Und das hat dann die Predigt gestört. Und darum hat Paulus gesagt, die Frauen sollen das nicht mehr machen. Die Frauen sollen still sein während der Predigt. Ja, nicht nur die Frauen, auch die Männer. Ne? Alle. Das ist nicht jetzt eine Autorisation, dass die Männer die Predigt jetzt stören dürfen. Nur weil damals ja das Problem war, dass die Frauen meistens dieses Problem verursacht haben. Darum hat Paulus gesagt, ja, während der Predigt ist, ne, nicht respektvoll, wenn man jetzt anfängt, hier Nebengespräche zu machen. Wie jetzt im Fall von einer Gemeinde, wo wir gearbeitet haben, ne, dass die Frauen genau das gemacht haben. Ne, da, während der Predigt dann gequatscht haben. Ne, dann musste ich sagen, hey, ne, Schwester, bitte, ne? Kann ich predigen? Darf ich predigen? So, ne?
Das heißt, ne, es gibt Leute, die jetzt diese Verse nehmen, 1. Korinther 14, 34, und die es völlig verdrehen. Ne? Völlig verdrehen, völlig falsch verstehen, was das jetzt bedeutet. Ne? Aber wenn wir den Zusammenhang verstehen, diese Respektlosigkeit, die einige Personen hatten, die haben gedacht, alles ist erlaubt. Okay, jetzt darf ich reden, wann ich will und so weiter. Und sagt Paulus, alles ist erlaubt, aber aus der Liebe. Das heißt, wir müssen auch respektieren, wenn einer predigt, dann zuhören. Ne? Ganz normal. Heute ist es für uns normal. Aber in der Gemeinde zu jener Zeit oder in Korinth war das ein Problem. Die Leute waren zu eifrig. Alle wollten reden gleichzeitig. Ne? Toll, wenn alle reden wollen. Ne? Ne? Wenn wir in Deutschland in eine Gemeinde kommen und sagen, wer möchte irgendwas sagen, dann wird man ne? gucken. Ne? Damals war das nicht so. Wenn einer gesagt hat, wer möchte reden, alle die Hände gehoben, versteht ihr? Das war gut, das ist positiv, aber das ist dann, ne? Das hat, ich sage mal, ausgeufert in der Respektlosigkeit. Und Paulus versucht hier die Handbremse zu ziehen und sagt, Leute, ja, den Ball flach halten. Gut, zusammengefasst, wie schafft man Ordnung? Man soll Zungenrede nicht verbieten, schreibt Paulus ganz klar, aber Weissagen fördern. Sucht die besten Gaben. Warum ist Weissagen besser? Ja, weil durch ihr die Sünder sich dann bekehren, weil einer sagt, erzählt und so weiter. Und die Menschen werden berührt in ihren Herzen durch eine Predigt, die, ich sage mal so, gesalbt ist mit Weissagen. Alles soll anständig und ordentlich durchgeführt werden. Ja? Der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung, einer nach dem anderen. Kein Problem. Kapitel 15, fleischliche Christen haben das Ziel des Glaubens vergessen, das im Himmel ist. Schon zu jener Zeit hatten viele dies vergessen. Paulus schreibt ein ganzes Kapitel, um diese Kernlehre des christlichen Glaubens zu untermauern, die Auferstehung aller Menschen. Ja, viele haben angefangen ja, zu sagen, was auch heute viele haben, ach, Gott will dich segnen, Gott wird dir ein neues Auto geben, Gott wird dir einen tollen Job geben, wo du viel Geld verdienst und so weiter. Alles Lügen. Das haben die Apostel nie gepredigt. Komm zu Jesus und du wirst ein neues Auto bekommen. Oder logischerweise, weil damals kein Auto gab. Aber ein tolles Haus. Ne? Oder viele Ländereien. Oder viele Tiere. Ne? Die Apostel haben das nie gesagt. Jesus hat dann nie gesagt, komm zu mir und du wirst Millionär werden. Jesus hat das nie gesagt. Und alle Apostel sind arm gestorben. Ne? Das heißt, das Reich Gottes ist geistlich. Aber zu jener Zeit haben einige Leute davon schon von solcher Wohlstandsevangelium schon profitiert. Ne? Weil dann sagen die Leute, ja, du musst mir hier nur so und so viel Geld geben und morgen bekommst du 10-mal so viel. Wird dir Gott geben, das garantiere ich dich. Ne? Weil Gott hat das versprochen. Ne? Und dann tun wieder die Doofen das. Ne? Ja, zu damaliger Zeit war das schon so, weil die denken, ah super dann, ne? Das ist besser als eine Lotterie, ne? Im Lotto gewinnen, das ist besser als im Lotto gewinnen, weil im Lotto sind die Chancen sehr klein. Aber wenn Gott sagt, er wird mir 10-mal mehr geben, ne? Dann sind die Chancen hoch. Das heißt, die Menschen haben das Evangelium genutzt, um Gedanken der Gier zu pflegen, ne? Die gierigen Menschen, die nicht wirklich bekehrt waren, die nicht ganz richtig bekehrt waren, die haben gedacht, wow, ne? Wenn dieser Pastor für mich betet, dann wird es mir gut gehen, dann mache ich tolle Geschäfte und dann verdiene ich viel Geld. Ne? Das heißt, die haben nur auf die Erde geschaut, nach unten geschaut. Und was sagt die Bibel? Wir sollen nach oben schauen, nach drüben schauen. Und darum sagt Paulus, alles, was es hier gibt, ist nur vergänglich. Alles, was es hier gibt, ist nichtig. Unser Ziel ist da hinten. Das heißt, Reich Gottes, Wiederkunft Jesu, Auferstehung. Ne? Da muss man schauen. Sind wir vorbereitet auf die Auferstehung? Sind wir vorbereitet für, wenn Jesus kommt? Das ist die Frage. Sind wir richtig? Sind wir ganz gut vorbereitet, ne? Zur Wiederkunft Jesu? Das ist die Frage. Und alles andere, ob wir jetzt viele Ländereien haben oder keine oder viel Geld oder kein, ist nicht so wichtig.
Kapitel 16. Wie im Römerbrief gebraucht Paulus auch hier ein ganzes Kapitel, um über seine Helfer zu reden. Dies veranlasst uns, Folgendes zu bemerken. Punkt Nummer 1. Im Thema Parteien und Weltlichkeit. Das Werk Gottes wird nicht von großen Helden gemacht, um sie zu verherrlichen, sondern vom Leib Christi, von vielen normale, geisterfüllten Christen, damit Gott verherrlicht wird. Ganz wichtige Information. Weil, ne, ich glaube, die meisten Christen haben diesen Gedanken. Ja, Reich Gottes bauen heißt ja ein Prediger, ein Missionar, ein Evangelist. Es ist gut, dass es Prediger gibt, Missionare gibt und so, aber Paulus hatte viele Helfer um sich herum und er hat nicht gesagt, ich, Paulus, der Apostel, ne, habe dieses Werk gemacht. Nein, er sagt, wir haben es getan. Wir haben es getan und er nennt die Namen seiner Helfer. Wir haben es getan. Jeder hat sein Bestes gegeben und die Summe ist größer als die einzelnen Teile. Versteht ihr? Ne? So ähnlich wie wenn ihr zwei Pferde eine Kutsche ziehen, ist ihre Zugkraft mehr als das Doppelte. Versteht ihr? Weil es sich potenzialisiert und so. Wenn viele Menschen arbeiten, ist das Ergebnis viel größer. Ne? Weil jeder arbeitet in einem Bereich, was ihm passt, wo er eine Gabe hat. Und so funktioniert es besser, als wenn einer versucht, alles zu machen und das meiste davon, dafür ist er gar nicht begabt und dann macht er nur schlecht sozusagen und dann, ne, läuft es ganz schwer. Ne, so machen die meisten Missionare das. Die versuchen, die Welt mit den Beinen zu umarmen sozusagen. Die machen das und das und rennen und predigen und evangelisieren und so weiter und so weiter und am Ende machen sie gar nichts. Darum, Paulus war die Methode von Paulus, Helfer zu nehmen. Leute um sich herum, gesagt, Leute, komm her, hilf mir. Dass wir, ne, nachdenken. Wie arbeiten wir als Gemeinde? Wie ist unser Leitungsstil? Ganz wichtig. Welcher ist der biblische Leitungsstil? Punkt Nummer 2. Wegen der Tatsache, dass Paulus ein Zeltmacher war, war er in der Lage, viele Mitarbeiter zu motivieren, sein Vorbild zu folgen. So wuchs die Gemeinde Christi viel schneller. Paulus bekämpft im ganzen Brief die Parteiungen, die die Gemeinde zerstörten. Am Ende zeigt er, dass viele Helfer für die Erbauung der Gemeinde gearbeitet hatten. Hier einige wichtige Informationen. Weil er ein Zeltmacher war, das heißt, weil er sich so geopfert hat, das heißt, er hat gepredigt am Samstag, am Sonntag, am Montagmorgen, am Montagabend, am Dienstagmorgen, am Dienstagabend, aber tagsüber hat er gearbeitet, sein Geld verdient. Das war sehr schwer, dann denken wir, oh, aber einer, der sowas macht, der kann dann nur 20 Stunden in der Woche für Gott arbeiten und ein Missionar, der kann 60 Stunden in der Woche oder mehr für Gott arbeiten. Aber dadurch, dass er sein Geld mit eigenen Händen verdient hat, haben andere Leute gesagt, ah, ich habe gedacht, dass nur Missionare, die jetzt bezahlt werden für ihr Job, jetzt für Gott arbeiten können. Ich wusste gar nicht, dass man hier arbeiten kann von montags bis Samstag und dann noch am Wochenende predigen. Ich wusste gar nicht, dass man sowas machen kann. Ah, okay, wie wäre es, wenn ich das auch mache? Versteht ihr der Gedanke, was dahinter steht? Paulus konnte viele Menschen um sich herum organisieren, genau weil er ein Vorbild gegeben hat. Er hat gesagt, Leute, ne, ihr müsst nicht hier bezahlt werden von einer Gemeinde, damit ihr für Gott arbeitet. Ne, ihr könnt machen wie ich. Ich arbeite und predige das Evangelium abends, morgens, nach der Arbeit, ne, vor der Arbeit und am Wochenende, ne, und viele haben gesagt, ah, gute Methode, wir wollen das auch machen. Das heißt, dann hat sich eigentlich seine Kraft multipliziert. Er hatte mehr Arbeitskraft am Ende der Geschichte, wegen die vielen Menschen, die mit ihm gearbeitet haben, als andere, die jetzt Bezahlung von Gemeinden bekommen hatten. Ja, und Paulus sagt, das Richtige wäre, wenn jeder Missionar, jeder Apostel, das heißt jeder Gemeindeleiter jetzt Geld von der Gemeinde bekommt, das wäre das Richtige,
Paulus sagt das in seinen Briefen, aber er selber hat es auch manchmal gemacht, nicht Geld bekommen. Und das war interessant, das war motivierend. Viele Menschen haben sich motiviert, weil oft fragen sich Missionare, wie kann ich Menschen motivieren, in der Gemeinde zu arbeiten? Oft fragen sich Missionare das. Und Paulus hat diese Methode benutzt, ne, um zu sagen, Leute, ihr könnt freiwillig arbeiten. Ne? Und wenn ich sage, Isaias, arbeite jetzt ein bisschen freiwillig, ne? Und dann wird Isaias vielleicht sagen, ja, ist leicht zu sagen, ne? Ist leicht zu sagen, anderen, ne, mit dem Finger zeigen, du könntest hier freiwillig sein. Ne? Ist leicht zu sagen für einer, der dafür Geld verdient, versteht ihr? Aber Paulus hat nicht immer Geld verdient, dann konnte er, dann hatte die Autorität zu sagen, Leute, ihr müsst das tun, das ist eine Pflicht. Jeder Christ soll sich einbringen im Reich Gottes. Und dann konnten die Leute nichts sagen, versteht ihr? Dann muss ich sagen, okay, ja, das ist tatsächlich so. Und dann konnte er viele Leute um sich organisieren, damit das Werk Gottes viel, viel schneller gewachsen ist. Halleluja. Amen. Amen. Amen.